Willkommen Leute zu einer weiteren Deckanalyse und zwar dieses Mal zum Zombie-Clowns-Deck von Maxi. Ja, der lebt auch noch. Er wollte privat mal wieder ein Deck bauen und da habe ich ihm gesagt, okay, probier's doch mal mit Zombie-Clowns. Ich glaube, Zombie wollte er selbst machen und Clowns habe ich ihm dann noch dazu gedichtet. Ich hatte ja vor kurzem das Lightspawn-Clowns-Deck und wollte sowieso mal eventuell Zombies mit Clowns mischen und ja, es ist sehr gut geworden auf jeden Fall. Ich habe ihm schon ein paar Tipps gegeben beim Deckbau, aber den letzten Feinschliff werde ich jetzt in einer Deckanalyse machen und dann wird es bald eine Deckvorstellung dazu geben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal die Karten durch, die drin sind. 40 Karten im Main Deck, wie eigentlich immer. Davon 26 Monster, nämlich dreimal die Malicious, dreimal Zombie Meister, dreimal Mitsuki, zweimal Künstler Zauberer Trickclown, dreimal Schadensjongleur, dreimal Pyramidenschildkröte, dreimal Hütchenspieler, dreimal Uni-Zombie und dreimal Seuchenverbreitender Zombie. Dann 11 Zauberkarten, nämlich zweimal Buch des Lebens, einmal Regeki, einmal Seelenlast, dreimal Geschäfte mit der finsteren Welt, einmal Foolish, zweimal Doppeltwister und einmal Begräbnis aus einer anderen Dimension. Und dann noch drei Fallenkarten, nämlich dreimal Fallenbetäubung. Das Extra-Deck, wieder 15 Karten, einmal Beelzeus, einmal Leo, zweimal Beels, einmal Omega, einmal Glasflügel-Synchrodrache, einmal Mondlicht-Rosendrache, einmal Gojo-Wächter, einmal mechanisches Insektron, einmal Infinity, einmal Nova, einmal Rebellion, einmal Heartland Draco, einmal Castle und einmal Ptolemäus. So, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe ihm schon einige Tipps gegeben, aber den letzten Feinschliff machen wir jetzt. Und zunächst mal muss ich eine Sache bemängeln, warum ist hier ein Herzlanddrache drin? Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, das war ziemlich random, er wollte halt irgendeine Karte noch spielen. Das macht man nicht, die Karte spielt man eigentlich nur, wenn man sau viel Platz hat. Oder wenn man irgendwelche Spielfeldzauberkarten besitzt, wie in Cosmo zum Beispiel, da kann man das machen. Aber hier nicht, deswegen fliegt die raus. Stattdessen spielen wir einen Cowboy. Moment, den kann ich auch so suchen. Sorry, wenn meine Tastatur irgendwie lauter ist als sonst. Ich habe ja jetzt meinen neuen PC und habe seitdem noch keine Deckanalyse gemacht. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das dann demnächst machen werde mit der Tastatur. Denn die sind wesentlich lauter als meine alte. So, was haben wir hier noch? Ich habe mir sagen lassen, dass man keine drei Zombie-Meister spielt und auch keine drei Seuchenverbreitende. Denn durch Uni-Zombie hat man erstens genug Empfänger und kann sie sich auch sehr leicht beschaffen. Und Zombie-Meister kann man nie dann benutzen, wenn man gerade keine Zombies auf der Hand hat. Und dann ist die Karte halt nicht so toll. Deswegen zweimal. Die Karte ist trotzdem sehr, sehr gut, aber zweimal reicht eigentlich. Deswegen kürzen wir da ein bisschen. Des Weiteren, Pyramidenschildkröte. Die Karte ist zwar sehr nice, aber der Effekt lautet so, wenn diese Karte durch Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, dann kann ich mir irgendein Zombie-Monster suchen und specialen. Tja, aber was passiert, wenn die Karte gecrushed wird? Dann geht die Karte ins Leere und sie ist verdammt langsam, deswegen würde ich auch diese heutzutage kicken tatsächlich. Ich habe sie ihm erst empfohlen, deswegen don't judge him, but die Karte ist ein bisschen überholt. Wir spielen stattdessen eine andere Karte, nämlich Goblin-Zombie. Die hier. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, lege die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Das bringt eigentlich wenig. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, füge deiner Hand ein Monster von Typ Zombie mit 1200 oder weniger Death von deinem Deck hinzu. Und da können wir uns was holen? Den Zombie-Meister. Oder auch den Mitsuki. Oder auch den Seuchenverbreitenden. Sprich, eine sehr, sehr gute Karte. Und ja, wenn die Karte synchronisiert wird, dann bekomme ich sogar noch eine Search. Was ziemlich nice ist. Die spielen wir zweimal. Dreimal wäre ein bisschen heavy. Deswegen nur zweimal. Was haben wir noch? Wir könnten zum Beispiel die Karte hier kicken. Geschäfte mit der finsteren Welt ist zwar ganz nett. Man kann die Hand des Gegners ein bisschen verkrüppeln. Bringt nicht immer was natürlich, aber kann mal ganz witzig sein. Aber der Hauptgrund ist halt, dass man eine Karte abwerfen kann, die irgendwie tot in der Hand liegt. Wie zum Beispiel Malicious vor allem. Oder auch den Seuchenverbreitenden oder Mitsuki oder sonst was. Oder den, wobei der auch eine gute Handwrap ist, auf jeden Fall. Macht diese Karte leider minus 1. Deswegen spielt man die tatsächlich nicht. Jetzt ist die Frage, was tun wir noch ins Deck rein? Und das ist gar nicht mal so leicht. Ich persönlich würde sagen, dass der Doppeltwister so geil ist, dass man den dreimal reintun kann. Denn diese Karte abzuwerfen, tut dem Deck einfach überhaupt gar nicht weh. Überhaupt null. Deswegen dreimal Doppeltwister, ja. Und wenn man dreimal Doppeltwister spielt,
kann man theoretisch auch die Fallenbetäubung weglassen. Muss man nicht tun, kann man aber machen. Und wenn man das tut, dann hat der Gegner keinerlei Targets für MRTs. Sprich, wenn er MRTs hat, zieht er die tot, weil ihr keine Backrow liegen habt. Traps dann kann er noch zerstören mit MRT, aber sonst nix. Deswegen würde ich vielleicht Traps dann sogar raustun, wobei der nicht so MRT-anfällig ist wie Königlicher Erlass. Ich tue ihn mal in Zeit, denn die Karte ist doch ziemlich nice gegen Trap-Heavy-Decks, aber ich mache die erstmal weg. Und jetzt brauchen wir erstmal eine Draw-Karte, denn wir haben ja eben eine rausgemacht. Und da fällt mir zunächst mal Upstart ein. Das Deck hier hat enorm viel Tempo und mit Upstart wird es noch schneller. Jetzt habe ich Upstart eingetippt, ich bin auch schlau. Emporkömmling-Goblin. So, nächste Sache. Wir spielen sowohl Licht- als auch Finsternis-Monster. Das bedeutet, wir können eventuell BLS spielen. Denn wir haben den Trickclown, der im Friedhof liegt, wenn er halt am Ende dann zweimal pro Runde besiegt wurde. Dann ist er halt endgültig weg. Sprich, wir können hier mit 5 Lichtmonstern rechnen. Deswegen, einmal BLS. Muss man nicht tun, kann man aber machen und ich bin dafür, das zu tun, denn die Karte ist geil und die ist oft Game. 5 Lichtmonster sind noch nicht so viel, aber wir könnten noch damit rechnen, dass wir ein Infinity draußen haben, weil das wird fast in jedem Duell der Fall sein. Ebenfalls ein Lichtmonster. Oder wir können damit rechnen, dass wir eine Minerva reinmachen. Da bin ich mir unsicher. Man könnte jetzt eine lichtverpflichtete Minerva reinmachen, als Rang 4 Exi. Wäre nicht komplett dämlich, würde ich vielleicht sein lassen, ich weiß es nicht genau. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, schreibt es mal in die Kommentare. Ich tue sie jetzt mal nicht rein, aber wäre eine Überlegung wert. Man hat hier halt leider keine Lightsworn-Monster drin und ich will auch keine reinquetschen noch. Aber der Mill ist halt toll und wenn man dann halt Mitsuki Mild oder Millicious oder einen solchen verbreitenden oder ein Hütchenspieler, ein Schadensjongleur, ist es schon ziemlich nice. Oder halt ganz einfach einen Licht- oder ein Finsternismonster für den BLS. Ich finde also, dass Minerva auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hätte. Vielleicht sogar den Cowboy raus und dafür die Minerva? Könnte man überlegen. Oder Rebellion. Wobei ich persönlich alles spielen würde. Weil Rebellion ist einfach toll, Castle ist Pflicht, der sowieso, und Cowboy, wir spielen hier nur OTK-Deck und wenn man mal irgendwie kein OTK hinbekommt, sondern halt nur 7200 Schaden, dann kann der Cowboy noch den Sack zumachen, was ziemlich nett ist. Deswegen, ja, ich würde ihn schon spielen, ist schon nice. So, was haben wir noch? Wir könnten hier noch einige sehr, sehr coole Karten spielen, wie zum Beispiel Verlockung der Finsternis. Verlockung der Finsternis. Damit können wir ein Finsternismonster abschmeißen, nämlich das hier, das hier, das hier, das hier oder das hier und verbannen, um dann 2 Karten zu ziehen. Die Karte ist ziemlich nett und sie dürfte eigentlich immer ein gutes Target haben in der Hand. Und wenn man gleichzeitig noch das Begräbnis auf der Hand hat, dann kann man quasi ja, gratis Karten ziehen, was ziemlich cool ist. Eine weitere Karte, die ich hier drin spielen würde, wäre der Dutt. Finsterer bewaffneter Drache. Man hat hier sehr große Friedhofsvariabilität und viele Finsternismonster. Man kann zum Beispiel den Mitsuki verbannen, um irgendwas zu specialen, hat dann quasi 2 Karten weniger im Friedhof. Man kann auch mit Zombie-Meister eins wieder rausholen oder sonst was tun. Man kann den hier verbannen, also auf 3 Monster kann man sich sehr oft drauf cheaten und deswegen würde ich die Karte auf jeden Fall reinnehmen. Definitiv. So, wir haben noch 2 Plätze im Deck. Jetzt ist die Frage, was wollen wir noch spielen? Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Ideen. Deswegen machen wir erstmal mit dem Extra-Deck weiter. Wir haben Mechanisches Insektron. Das ist nicht so toll. Die Karte ist zwar kein kompletter Müll, aber es gibt Besseres und ich würde sie sogar cutten. Man könnte überlegen, dass wir jetzt komplett weggehen von den von dem zweiten 6er-Synchro und dass wir dafür was ins Main-Deck tun, was ziemlich OP ist. Nämlich Instant-Fusion. Instant-Fusion wiederum erlaubt es uns, Nodens zu spielen.
würde ehrlich gesagt sogar gerne dreimal Insta spielen, weil die ziemlich geil ist. Nur was tun wir raus, die Frage. Echt schwierig. Man könnte den Goblin-Zombie nochmal auf 1 kürzen. Habe ich jetzt auch öfters mal gesehen in solchen Decks. Oder wir tun den Twin-Twister wieder auf 2. Dann würde ich aber wieder die Fallenbetäubung spielen. Deswegen, wir machen es mal so. Dreimal Instant-Fusion. Da man die jetzt auch leicht billen kann, spricht es wieder gegen die Minerva. Aber naja, ist halt nicht ganz so leicht. Und jetzt könnten wir zum Beispiel den raustun. Ich bin auch kein so großer Fan von Bielsäus, ehrlich gesagt, aber naja, sie ist halt schon gut. Man muss sie aber nicht spielen. Muss man tatsächlich nicht. Stattdessen spielen wir jetzt zweimal Noden. Oder Norden, wie er mittlerweile heißt, verdammt. So, und jetzt können wir mit Instant Fusion Noden holen und damit einen Stufe 4er, wie zum Beispiel den Trickclown, der schon gewastet auf dem Friedhof liegt, oder einen Uni-Zombie. Und dann können wir auf Synchros gehen. Oder auf Xyz. Wir können auch ihn hier einfach holen, auf Gojo-Wächter gehen, vielleicht einen Empfänger vom Gegner klauen und dann auf Wheels gehen. Keine Ahnung, ist ja möglich. Sowas ist halt einfach dann ziemlich nice. Übrigens, warum spiele ich hier nur zweimal Buch des Lebens? Das habe ich ihm so geraten. Denn die Karte kann tatsächlich öfter tot kommen, als man denkt. Immer dann, wenn der Gegner kein Monster im Friedhof hat, kommt diese Karte tot. Und immer dann, wenn ihr gerade keinen Zombie im Friedhof habt, kommt die Karte auch tot. Und wenn man die Karte zweimal auf der Starthand hat, ist das ziemlich kacke. Und deswegen würde ich sie lieber zweimal spielen als dreimal. Das ist aber sehr subjektiv. Man kann die auch dreimal spielen, würde ich jetzt nicht unbedingt als falsch deklarieren, aber ich würde sagen, dass zweimal besser ist. Was haben wir sonst noch? Malicious, ganz klar. Das Clown-Line-Up habe ich ihm so empfohlen. Das ist das Beste, was man machen kann, finde ich. Uni-Zombie dreimal ist Staple. Den hier kann man auf 1 kürzen, wenn man möchte. Das wäre auf jeden Fall möglich. Muss man aber nicht machen. Infinity auf jeden Fall. Die Karte ist natürlich broken und kommt auch sehr leicht raus. Extrem leicht sogar. Soul Charge auf jeden Fall, Raigeki auch, Foolish definitiv, Begräbnis würde ich auch spielen. Twin Twister, wie gesagt, als Backrow Removal, der ziemlich OP ist und sogar noch Plus machen kann, wenn man was abwerfen darf. Deswegen würde ich sagen, dass das Deck hier so eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Es ist auf jeden Fall stärker geworden. Und wenn euch das Deck so gefällt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr aber noch andere Ideen habt für Maxi, dann schreibt es in die Kommentare und dann werde ich das Ganze bis zur Deckvorstellung ein wenig ausbessern. Und dann wird es auch bald ein paar Duelle damit geben. Bis dann. Tschüss.